Das ist kein Motorrad und das ist kein Fahrrad. Das ist einfach anders. Das ist die Bedienung von einem Fahrrad, weil du halt permanent treten musst. Du hast keinen Gasgriff, du musst treten. Aber der Anzug von einem echt kleinen, spurtstarken Motorrad, also vor allem von einem leichten Motorrad, das ist schon beeindruckend. Also deine Wahrnehmung fährt so ein bisschen Achterbahn, so ein bisschen Schlitten mit dir, weil du kannst es gar nicht fassen. Du fährst, rollst mit 20, 30 dahin, trittst stärker in die Pedale und auf einmal bist du bei 50, 60, 70 an der Polizei vorbei und denkst so, hoppala, also egal was für ein Fahrzeug, erlauben wir das jetzt gerade nicht, aber alle gucken nur und finden es irgendwie stark. Fahrgefühl ist sehr satt, sehr breitschultrig durch den breiten, hohen Lenker. Du sitzt sehr hoch auf dem Fahrzeug. Also für kleine Leute musst du halt den Einzelsitz, diesen Fahrradsattel, relativ tief stellen. Und die Federelemente sind eher so auf der straff sportlichen Seite. Aber sportlich, sportlich, bequem, so ein bisschen Enduro-mäßig die Sitzhaltung. Ich weiß nicht, was habt ihr gewollt bei der Konzeption? Die Sitzhaltung für uns war, die Vorgabe war Mountainbike. Also wir wollten wie ein Mountainbike ungefähr drauf sitzen und das ist, dass man ungefähr mit 60 Grad Winkel mit dem Rücken sitzt und die Beine halt auch ungefähr so einen Winkel haben wie beim Mountainbike. Deswegen diese sportliche Haltung, relativ aufrecht und sehr guten Überblick über die Straße. Wäre es nicht vielleicht sogar noch intensiver, noch mehr das Gefühl, boah, was ich da gerade leiste, wenn du einfach schwerer in die Pedale treten müsstest? Ja, das ist richtig. Die Vorbereitungen oder die Voraussetzungen erfüllen wir. Wir trauen uns nur noch nicht, die Steuerung einzusetzen, weil wir da noch nicht auf das Serienreifenniveau sind, dass wir das jedem anbieten können. Aber grundsätzlich ist das möglich, wie auf einem Hometrainer, den Widerstand in den Pedalen einfach stufenlos oder stufenweise zu verstellen. Und dann je nachdem, wie leistungsfähig man selber ist oder in welcher Situation man ist, ob man jetzt gerade zur Arbeit fährt mit Schlips und Krawatte und Anzug und dann nicht schwitzen will und nach Hause hat man dann einen Trainingsanzug und dann will man es mal richtig zeigen und dann dreht man das auf. Das kommt alles. Das ist bei uns in den ganz normalen Entwicklungspfad drin. Das ist nicht so, dass wir das nicht können, aber das dauert einfach, weil wir nicht alles auf einmal lösen können bei dem neuen Fahrzeugkonzept. Und da gibt es halt viele Baustellen und das ist eine davon. So wie es jetzt hier steht, was kostet es? Und wenn du eben nicht in Berlin bist oder in Stuttgart, wie wir gerade, du wohnst in Dortmund oder in Hamburg oder in München und sagst, boah, das will ich haben, das muss ich haben, was musst du dafür auf den Tisch legen und wie kannst du es dann kaufen? Grundsätzlich mal kann man das direkt über uns beziehen, übers Internet. Man kann es also im Internet sich den Kaufvertrag runterladen und zufaxen, dann kann man das bestellen. Das kostet 12.460 Euro. Wir haben aber auch Partner, Vertriebspartner, zum Beispiel Lautlos durch Deutschland. Lieber Stefan Gulas, wir bedanken uns herzlich, dass ihr den Weg nach Stuttgart gefunden habt, dass wir fahren durften, dass auch neue Leute das E-Rocket fahren durften. Ist sicherlich für alle ein großes Erlebnis. Wir wünschen euch viel Erfolg mit eurem ambitionierten Projekt und freuen uns, wenn wir bald mal wieder fahren und vielleicht auch mal testen dürfen. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch und bedanke mich für die Einladung. Sehr gern.